Was wollt ihr tun, wenn die Staatsanwaltschaften gewisse Straftaten decken, sagen wir von Richtern begangene Straftaten? Ihr geht zur Generalstaatsanwaltschaft. Und wenn diese ebenfalls die richterliche Rechtsbeugung beispielsweise deckt, seid versichert, das ist der Regelfall, fast zu 100%. Gibt es einen übergeordneten Staatsanwalt? Um es vorweg zu sagen, die Aufgaben des Generalbundesanwalts sind anscheinend nicht eindeutig zu betiteln. Und so glaubte ich, er wäre eine Art zentraler, übergeordneter Staatsanwalt des Bundes. So steht in Wikipedia, vereinfacht ausgedrückt, der Generalbundesanwalt müsse ein Verfahren an sich ziehen im Falle der Bildung einer kriminellen Vereinigung bei einer besonderen Bedeutung des Falles. Das ist eindeutig gegeben, wenn Staatsanwaltschaften in Zusammenarbeit Verbrechen decken und unterstützen, was sich laut Strafgesetzbuch im Mindesten Strafvereitelung nennt, beziehungsweise Bildung krimineller Vereinigungen. Der Generalbundesanwalt ist zuständig für die innere Sicherheit, die als Abwehr von Kriminalität gegen das gemeinschaftliche Zusammenleben definiert werden kann. Auch diesen Punkt kann ich bejahen, nämlich wenn Staatsanwaltschaften Verbrechen fördern. Im Gerichtsverfassungsgesetz § 120 steht auch, dass der Generalbundesanwalt bei Straftaten zuständig sein kann, die die Verfassungsgrundsätze der BRD beseitigen oder untergraben, was auf jeden Fall in Anbetracht der grob verletzten Grundrechte bejaht werden muss. Auf jeden Fall ist der Generalbundesanwalt zuständig für Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Wenn ich bedenke, dass die Deutschen ausgerottet werden sollen, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, und gegen mich gerichtete Straftaten von den Staatsanwaltschaften Pferden und Zelle gefördert werden, eben weil ich für mein Land kämpfe, so schaue ich doch einmal auf § 7 Absatz 1 Ziffer 5 des Völkerstrafgesetzbuchs. Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung einen Menschen, der sich in seinem Gewahrsam oder in sonstiger Weise unter seiner Kontrolle befindet, foltert, indem er ihm erhebliche körperliche oder seelische Schäden oder Leiden zufügt, wird mit Freiheitsstrafe und so weiter. Ich werde hier die mir vorliegenden Beweise nicht einblenden, weil mir das zu persönlich wird. Sie liegen jedoch den sogenannten Behörden vor. Also, in der Theorie ist die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts klar. Und nun hören wir gebannt zu, wie die Generalbundesanwaltschaft ihre Zuständigkeit so lange ablehnt, bis sich die Straftat der Staatsanwaltschaften irgendwie in Luft aufgelöst hat. Guten Tag, Herr Schulz. Soll ich Ihnen Ihr Aktenzeichen mal nennen? Ja, gerne. Aus 14. Ich habe Sie angeschrieben, beziehungsweise hatte ich den Herrn Harald Range angeschrieben, per Fax. Darin habe ich deutlich gemacht, dass, wie Ihnen nicht unbekannt sein dürfte, sich einige Behörden zu einer kriminellen Organisation zusammengeschlossen haben. Unter anderem auch die Staatsanwaltschaft Pferden, das niedersächsische Innenministerium, ist da auch beteiligt. Daraufhin habe ich Herrn Range aufgefordert, laut seiner Aussage, dass hier alles nach Recht und Gesetz geht, ohne Ansehen der Person, Strafvermittlungsverfahren einzuleiten. Und drittens, die Entscheidung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens treffe ich, wie alle Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Deutschland, nach Recht und Gesetz, ohne Ansehen der Person. Und Sie schicken mir einen Textblock zurück, den ich inzwischen auch schon kenne, dass Sie nicht zuständig sind und dass Sie da keine weiteren Maßnahmen einleiten werden. So, ja. Da frage ich mich, ob Sie meinen Brief überhaupt gelesen haben. Ja, natürlich. Sie meinen jetzt also, ich soll mich mit meiner Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft richten, die selbst darin verstrickt ist? Ja, nur weil dort irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die Ihnen nicht passen, heißt es ja nicht, dass das eine kriminelle Vereinigung ist. Das hat hier nichts mit nicht passen zu tun. Wir dürfen da auch nichts umdeuten, sondern es ist so, dass meine Gesundheit, meine Sicherheit und mein Leben gefährdet sind. Das ist nachgewiesen, da gibt es nichts dran zu rütteln und ich rede nicht von Meinungen, sondern von Fakten und Tatsachen. Und dass die Staatsanwaltschaft Pferden mit der Oberstaatsanwältin darin verstrickt ist. So, das heißt, wir reden hier von einer kriminellen Vereinigung im Sinne des Bundesgerichtshofs in Strafsachen. Die haben die Definition einer kriminellen Bande mal definiert. Weil diese Staatsanwaltschaft und andere sich weigern, da zu ermitteln. Deswegen habe ich den Herrn Harald Range angeschrieben. Und dann bekomme ich von Ihnen einen Textblock zurück. So lapidar, Sie sind nicht zuständig. Wobei ich denselben Textblock schon aus anderen Schreiben kenne. Sie müssen es nur genauer lesen. Darin steht, dass wir eben aus dem, was Sie vorbringen, keine Anhaltspunkte für irgendeine Straftat sehen.
die in unsere Zuständigkeit fällt. Ja, da müssen Sie mal sehen, was ich geschrieben habe. Ich habe geschrieben, sobald Sie mir ein Aktenzeichen vergeben, dann werde ich Ihnen ausführliche Informationen liefern. Gut, das Aktenzeichen haben Sie mir gegeben, aber gleichzeitig mit einer Absage, mit einer Abweisung. Ich habe Ihnen geschrieben gehabt, dass die Staatsanwaltschaft Pferden darin verwickelt ist. Das heißt, die ermittelt nicht gegen sich selbst. Das ist völlig logisch, das ist völlig normal, dass kein Verbrecher gegen sich selbst oder kein Krimineller wird gegen sich selbst ermitteln. Und deswegen habe ich den Harald Ranger angeschrieben, auch wegen seiner Aussage, dass hier bei den Staatsanwaltschaften und auch bei ihm alles nach Recht und Gesetz ohne Ansehen der Personen geht. Und deswegen habe ich ihn speziell angeschrieben und ihn auch an seine Aussage erinnert, die ja nun gar nicht mal so alt ist. Die ist ja erst 2 Monate alt, die Aussage. Oder 2,5 Monate alt. Er kann aber trotzdem nur ermitteln in Fällen, in denen er zuständig ist. Und da hat sich aus Ihrem Vorbringen nichts dafür ergeben. Wenn die Staatsanwaltschaften selbst sich weigern und Teil eines Verbrechens sind, einer Straftat, wie immer Sie das nennen wollen, dann ist der Harald Range dafür zuständig, weil es hier keinen anderen mehr gibt. Es gibt hier keinen anderen Zuständigen. Der Harald Range ist der Generalbundesanwalt. Wenn Sie mit dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft Pferden nicht einverstanden sind, bleibt Ihnen ja noch der Weg zum Generalstaatsanwalt. Das ist die vorgesetzte Behörde. Ja, das hatte ich auch schon des Öfteren. Das habe ich auch schon alles durch. Das ganze Thema mit Zelle habe ich durch. Auch mit dem höchsten Behördenleiter übrigens persönlich. Alles schon durch. Liegt auch alles schriftlich vor. Und gerade deswegen, weil hier die Staatsanwaltschaften sich mindestens weigern zu ermitteln, wenn nicht sogar mit einbezogen sind, das wäre dann mal ganz genau zu prüfen, kann ich mich nicht an eine Staatsanwaltschaft oder Generalstaatsanwaltschaft wenden. Und gerade aus diesem Grund ist der Herr Harald Range zuständig, der Generalbundesanwalt. Und ich finde es sehr interessant, dass der, falls er Sie beauftragt hat, so etwas zu schreiben, sich auch weigert zu ermitteln. Er weigert sich wahrscheinlich nicht zu ermitteln. Er kann einfach nicht ermitteln, weil es nichts zu ermitteln gibt, was in seine Zuständigkeit fällt. Genau das habe ich Ihnen geschrieben. Dann nennen Sie mir, wer zuständig ist und wer es macht. Zuständig ist die Staatsanwaltschaft, in deren Bezirk eine angebliche Straftat begangen wurde. Gut, und das wäre die Staatsanwaltschaft Pferden. Und da habe ich Ihnen schon geschrieben, dass die Oberstaatsanwältin die Ermittlungen verweigert bzw. selbst damit einbezogen ist. Und da sind wir beim Thema kriminelle Bande. Und an wen soll ich mich jetzt wenden, Ihrer Meinung nach? Gegen diese Frau eine Anzeige erstatten, dann wird die natürlich nicht selbst das Verfahren führen gegen sich, sondern das wird ein anderer Staatsanwaltschaft in der Behörde tun. Das habe ich schon gemacht, da kommt genau das Gleiche dabei raus. Da wird begründungslos mit einem vorgegebenen Textblock, den ich auch schon fast auswendig aufsagen kann, wird das Ganze eingestellt, beziehungsweise die Ermittlungen werden verweigert, aufgenommen zu werden. Das habe ich alles schon durch. Vielleicht hat ja die Staatsanwaltschaft recht. Bitte? Vielleicht hat ja die Staatsanwaltschaft recht und Sie liegen falsch. Nochmal. Ich rede hier nicht von Meinungen oder Ansichten, ich rede von Fakten, dass die Sicherheit, Gesundheit und das Leben gefährdet sind. Das ist nachweisbar. Ich habe darüber ärztliche Befundberichte. Ich habe darüber Nachweise, schriftliche Nachweise. Also da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, ob ich vielleicht Unrecht hätte, sondern ich habe die Nachweise. So, und die Staatsanwaltschaft Pferden verweigert es zu ermitteln und die Staatsanwaltschaft Pferden verweigert es auch zu ermitteln, weil die dort Oberstaatsanwältin ist. So, und jetzt sind Sie dran. Sicher nicht, weil die Frau dort Oberstaatsanwältin ist, sondern weil es keine Anhaltspunkte gibt für die von Ihnen behaupteten Straftaten. Das ist von Ihnen jetzt eine Annahme, die ich aber, wie gesagt, widerlegen kann, weil ich die schriftlichen Beweise vorliegen habe. Es geht hier nur um Fakten. Es geht hier nicht darum, wer hier welche Meinung hat, sondern es geht um Fakten. Und die Staatsanwaltschaft schreibt in einer Ablehnung oder Abweisung eines Ermittlungsverfahrens oder einer Verweigerung, schreibt sie grundsätzlich nur rein, es liegen keine tatsächlichen Anhaltspunkte einer strafrechtlichen irgend sowas vor. Ne? Sie kennen ja diesen Textblock, das ist immer derselbe. Und darin, das ist übrigens eine Behauptung, da wird nicht mit einem Wort irgendetwas begründet, da wird noch nicht mal eine Annahme begründet. Das ist einfach nur eine blinde Behauptung, sowas nennt sich Strafvereitelung laut Strafgesetzbuch. Und das ist das, was hier passiert. Und zwar in Pferden und auch in Celle. Generalstaatsanwaltschaft Celle. Da passiert genau das Gleiche. Und deswegen wende ich mich an den Herrn Harald Range. Ja, und der, wie gesagt, kann nichts tun. Das habe ich Ihnen ja geschrieben. Mangels Zuständigkeit. Ja, ja. Und dann frage ich Sie jetzt, wer denn was tun kann. Und wer auch was tun wird. Diese Doppelfrage stelle ich Ihnen. Ja, kann ich nur den Weg aufzeigen. Im Land ist eben die vorgesetzte Behörde der Generalstaatsanwalt und darüber der Justizminister. Gut, okay, der Justizminister, die Justizministerin wäre das in dem Fall. Die sind auch mit dem Fall bestens bekannt und vertraut. Die haben auch jegliche Beschwerde und Ermittlungen verweigert. Und Sie kennen ja im Grundgesetz sicherlich den Artikel 19, der war das, glaube ich, dass mir der Rechtsweg offen steht. Das heißt, dass auch eine Beschwerde bearbeitet werden muss. Ich habe das Recht auf eine wirksame Beschwerde.
So, und jetzt sagen Sie mir nochmal, wer das hier bearbeiten soll, bitte. Und wer es auch tun wird. Weiß ich nicht, wer das tun wird. Ich kann Ihnen nur den Weg sagen. Nee, Sie haben mir den Weg nicht sagen können, weil ich Ihnen gerade gesagt habe, dass die Staatsanwaltschaften das hier verweigern. Das habe ich Ihnen gesagt. Dann müssen Sie eben darauf bestehen, dass Sie einen Bescheid bekommen oder nochmal schreiben oder nachfragen, wo das bleibt. Ja, und dann kriege ich den Text zurück. Auf Schreiben ähnlichen Inhalts werden wir nicht mehr reagieren. Sowas kriege ich dann sinngemäß zurück. Na gut, wenn man halt 25 Mal an jemanden an eine Stelle schreibt, dann ist irgendwann mal Schluss. So ist das bei uns auch. Es geht hier nicht darum, wie oft ich schreibe, sondern es geht darum, dass die Staatsanwaltschaft der Amtsermittlungspflicht unterliegt. Das heißt, beim Verdacht einer Straftat, allein schon beim Verdacht, muss sie ermitteln. Das ist ein Grundsatz. Die Amtsermittlungspflicht ist ein Grundsatz. Ich habe diesen Verdacht nicht gesehen und deswegen nicht ermittelt. Aber das wird begründungslos geschrieben. Es hat jetzt keinen Sinn, weiter zu diskutieren. Nein, dann stellen Sie mich bitte in das Vorzimmer von Herrn Harald Range durch. Bestimmt, ja. Bitte? Also ich beende jetzt das Gespräch. Stellen Sie mich bitte durch. Bundesanwaltschaftszentrale, Ströber, guten Tag. Guten Tag, Frau Ströber. Ich hätte gern das Vorzimmer von Herrn Harald Range gesprochen, weil mit dem zuständigen Referenten oder wer immer das sein mag, nicht zu reden ist. Der hat das Gespräch eben eigenmächtig beendet. Ja, aber ich kann Sie nicht zum Vorzimmer durchstellen. Das geht auf gar keinen Fall. Es ist eine ganz wichtige Sache. Es geht um die Gefährdung meiner Gesundheit, meines Lebens, meiner Sicherheit, so wie sich das nennt im Fachausdruck. Ich habe den Herrn Harald Range angeschrieben und dieser Referent, der weigert sich, dieses zu bearbeiten. Ja, ich kann Ihnen den jetzt nennen, aber wenn Sie mich da durchstellen, das bringt mir nichts. Das hatte ich eben schon. Ja, aber jemand anders kann ich Ihnen nicht geben. Es geht nicht. Wie, das heißt? Das einfach nochmal schriftlich machen. Es liegt Ihnen schriftlich vor und ich habe von dem Herrn, Oberamtsrat gerade die schriftliche Absage, also Absage ist gut, die Verweigerung bekommen, zu ermitteln und eben auch nochmal die mündliche Verweigerung bekommen. Und deswegen muss ich jemanden sprechen, der bitte darf. Kann Ihnen aber niemand anderes geben als der Herr ist dafür zuständig und wenn er sagt, die Sache ist erledigt, es tut mir leid, mir sind dann die Hände gebunden. Ja, was heißt, es tut Ihnen leid? Sie sind Teil des Staates und ich habe ein Recht auf eine wirksame Beschwerde und die möchte ich hiermit vorbringen. Ja. Sie können nicht einfach so sagen, dass es Ihnen leid tut. Dass, Sie sind die Institution, also beziehungsweise der Harald Range, der dafür zuständig ist. Ja, aber ich kann Ihnen da wirklich nicht. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich kann mich über den Herrn nicht hinwegsetzen. Ich sitze hier nur in der Zentrale. Hören Sie mal zu, bitte. Der Herr verweigert die Bearbeitung, das habe ich Ihnen gerade gesagt. Und jetzt können Sie mir nicht kommen und sagen, Sie müssen das so hinnehmen oder ich muss das so hinnehmen, dass die Bearbeitung verweigert wird. Das geht nicht. Das Recht hat der Herr nicht, das zu verweigern. Deswegen möchte ich bitte das Vorzimmer von Herrn Range schreiben. Nein, ich kann Sie deshalb nicht zum Vorzimmer durchstellen. Da habe ich strikte Anordnung. Ja, dann werde ich das hier alles veröffentlichen. Ist Ihnen das denn recht? Obwohl mir das auch relativ egal ist. Ich kann es nicht ändern. Es tut mir wirklich leid. Ja, dann werde ich das veröffentlichen. Ist in Ordnung? Bitte? Okay, also. Auf Wiederhören, ja? Auf Wiederhören. Nun gut, wenn ich mir den niedersächsischen Lebenslauf des Generalbundesanwalts ansehe und bedenke, dass einige seiner Karrierestationen in meinem Strafantrag als beschuldigte Behörden stehen, wundert mich seine Reaktion nicht mehr. Noch weniger wundere ich mich, wenn ich auf seiner eigenen Internetseite lese, dass er als politischer Beamter Entschuldigung, die kriminalpolitischen Ansichten der Regierung umsetzen muss. Uns ist hier noch eins aufgefallen, nämlich der Kern der Angelegenheit. Die Dame an der Information hat deutlich von einer strikten Anordnung gesprochen. Und nur darum geht es. Wer war das doch gleich, der sich jetzt über 80 Jahre schämen muss, völkerrechtliche Schandtaten rein auf Befehl begangen zu haben? Also ich bin es nicht. Ich folge meinem existenten Gewissen und meinem gesunden Gefühl für Gerechtigkeit. Was lernen wir hieraus? Sollte man gewichtige Strafanträge, die Staatsanwaltschaften üblicherweise strafvereiteln, an Harald Range herantragen? Ja, auf jeden Fall. Hebt euch die abweisenden Textblöcke auf für den Tag des Militärgerichts oder der Reorganisation unseres Landes. Der Schlussstrich unter der Rechnung ist noch nicht gezogen. Es gibt am Ende nichts Schöneres, als einen dicken Filzteppich über die Stange zu legen und ihn so richtig auszuklopfen.